Also ich war jetzt noch nie im Club oder so und hab da irgendwie auf einer Toilette oder so. Ich habe selber keine Erfahrungen mit Sex on the Beach. Dann mach das auch mit Freude, dann mach das mit Gusto. Wird es bei deiner Studio 54 Party auch einen Sexraum geben? Nein. Sagen wir mal so, Leute, die wirklich so horny sind, dass sie auf der Stelle Sex haben müssten, finden so oder so einen Ort. Dafür brauchen die nicht einen extra ausbeschrifteten Sexraum. Also, manche Menschen werden sehr kreativ, wenn sie einfach nicht abwarten können, bis sie im Hotel oder zu Hause sind. Wenn sie Sex haben wollen, dann finden die einen Ort. Dann ist denen alles egal. Weil wenn du so horny bist, dass du nicht warten kannst, da findet man immer irgendwo einen Ort. Man muss so kreativ sein. Not macht erfinderisch. Was hast du heute gemacht, du? Ich hatte gehofft, dass ich heute wenigstens schlafen könnte. Toller Irrglaube. Ja, ich hab heute Morgen den Maler reingelassen und habe dann auch noch Sachen erledigt, Pakete zu Ende gepackt. Heute wurden die Sachen von Medion abgeholt, damit die abgeschickt werden können an die Gewinner. Du sprichst aus Erfahrung. Ich habe noch nie Sex bei einer Party gehabt. Habe ich? Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Nee. Also ich war jetzt noch nie im Club oder so und habe da irgendwie auf einer Toilette oder so. Sowas habe ich noch. Das reizt mich aber auch nicht. Fände ich jetzt aber auch. Bleh. Nee, würde ich nicht machen. Es gab andere Orte, öffentliche Orte, ja. Aber geschlossene öffentliche, sagen wir mal so, die waren trotzdem geschlossen. Aber so beim Feiern, ob bei einer Hausparty oder im Club oder auf dem Festival, nie. Clubtoilette. Nee, bleh. Nee. Nein, nein, nein. Wird da aus Erfahrung gesprochen? Nee, einfach nur aus Abneigung. Würde ich nicht machen. Also so drunk kann ich nicht sein, dass ich dann freiwillig mich irgendwie, dass ich da einen Typen auf einer Toilette flachleg. Nee, nee, nee. Nein. Ich würde mich gerne wohlfühlen dabei. Im Auto finde ich auch übelst upturned. Ja, ich auch. Also macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Ich meine, es kommt auf das Auto an, ne? Aber nee. Milos Maximus, danke für den Prime Sub. Ich meine, jedem das seine. Jeder, hört mal, es gibt Leute, die können sich verrenken und die brauchen noch nicht viel. Geht alles. Es geht irgendwie alles. Aber, ich weiß nicht. Also es. Wie lange streamst du noch? 2, oder? Ja, bis spätestens 2 Uhr. Beim Bungee-Jumpen. Das, ganz ehrlich, also das, da würde ich gerne, ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Im Sommer auf dem Feld mit der Flasche Rotwein. Danach musst du dich erstmal auf Zecken untersuchen, mein Freund. Strand, ich habe selber keine Erfahrungen mit Sex on the Beach, aber ich habe von schon diversen Leuten gehört, ob jetzt am See oder am Strand, am Meer, also da, wo halt Sand ist, mach das nicht, habe ich gehört. Weil Sand kommt überall hin, in jede Ritze. Und naja. Wenn man Sand hat an gewissen Stellen, wo Reibung entsteht, das ist wie Schleifpapier. Man mag es nicht sofort spüren, aber man hat hinterher die fette Rechnung. Ja, man kann es ja erstmal über Wochen keinen Sex mehr haben. Ist nämlich einer Kollegin von mir passiert. Die waren am Strand und die hatten unbedingt vor, die wollten, also das war aber so süß. Sie meinte, ich wollte unbedingt so romantisch mit so einer schönen Decke irgendwo neben den Klippen am Strand, wo es so ein bisschen abgelegen ist, beim Sonnenuntergang, bei einer Flasche Rotwein und so, und dann da Sex haben. So richtig so romantisch, so naiv, wisst ihr so. Die kam nach Hause. Die musste zum Frauenarzt, weil sie sich da eine fette Entzündung geholt hat. Nicht Pilz oder sowas, sondern weil da Sand dazwischen kam. Es muss nicht viel sein, es reicht nur ein bisschen Sand. Und sie hat eine fette Entzündung bekommen, weil sie sich da unten alles aufgeschliffen hat. Und das ist wirklich nicht spaßig, weil es hat extrem lange gedauert, bis das wieder geheilt ist. Weil an diesen Orten Heilung, Wundheilung, es geht nicht so schnell. RIP. Free Vagina. Boah, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, oh Scheiße. Sand im Getriebe, ja. Als ich das gehört habe, dachte ich auch so, oh Girl. Es tut mir so leid. Und die so, ich habe mich so gefreut. Er hat sich so Mühe gegeben. Und am Ende mussten wir früher nach Hause fahren, weil ich einfach nicht mehr, ich konnte nicht sitzen, nicht liegen, nicht gehen. Die Arme. Oh Mann, das hat mir so leid getan. Camo Sonic, danke dir für den zweiten Resub. Deswegen kann ich euch sagen, Leute, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Macht das vielleicht nicht. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen man Sex haben kann. Wisst ihr, was ich meine? Im Meer. Ich hatte im Wasser, aber im Meer ist ja Salzwasser. Hatte jemand von euch schon mal im Meer, im Salzwasser Sex? Geht das? Hatte ich persönlich noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie sich das anfühlt oder ob das in Ordnung ist. Im Wasser ist nice. Ja. Aber im Salzwasser? Geht. Auf dem Wasserbett. Schlaumeier. Es geht.
Okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass man hinterher extrem wund ist wegen dem Salz. Also wegen dem Salz im Wasser. Aber jedem das seine. Heute kein heißes Outfit. Was soll das heißen? Was hast du gegen mein Outfit? Ist doch mega heiß, was ich gerade trage. Was ist mein Lieblingsbier? Bayerisches helles Bier. Bayerisches helles. Gangster 91.05, danke dir für 500 Bits. Thank you. Viele Bakterien im Meer. Ach komm, überall sind viele Bakterien. Ob du jetzt im Badewasser, im Pool, mit dem ganzen Kalk, Chlor da drinne, im Meer. Selbst wenn, im Grunde müsste man immer im Badezimmer unter der Dusche Sex haben, wenn es darum ginge, keine Bakterien irgendwie dran zu lassen. Es reicht ja schon, dass wenn man nach dem Baden, nach dem Duschen Sex hat, da hast du auch schon Bakterien hinterher an deinen Fingern, wenn du dann da unten irgendwas rumfummelst. Wenn man denn auch nach dem Duschen direkt Sex hat. Manche machen es ja nicht direkt nach dem Duschen, sondern auch so mal zwischendurch. Wenn du dann da unten rum anfasst, du hast nicht die ganze Zeit deine Hände durchgehend gewaschen und immer wieder alle 5 Minuten. Was meinst du, wie viele Bakterien du an deinen Händen hast? Oder alleine, wenn du oral befriedigst. Meinst du, was du für Bakterien im Mund hast, Alter? Also, Bakterien, sorry, aber die sind überall. Findest du oral ekelhaft oder gut? Wie sind wir wieder abgebogen auf so welche Gespräche, Leute? Ist doch scheißegal, was ich bevorzuge. Stärk doch das Immunsystem. Regina, gibst du oder nimmst du? Okay, passt auf, sage mal so. Wenn mir jemand gibt, gebe ich auch. Ganz einfach. Weil ich sehe nicht ein, dass mir jemand was gibt, aber ich dann sage, nee, mache ich nicht. Was soll das? Dazu muss ich aber auch sagen, ich mache einen ganz klaren Unterschied. Wenn, ist mir auch schon passiert, der Typ absolut keinen Bock hat, aber denkt, ja, gut, muss ich jetzt machen. So, der hängt dann da so. Weißt du, der hält noch nicht mal seinen eigenen Kopf, der nimmt einfach so die Beine so zum Festhalten so. Hat keinen Bock. Dann mach's gar nicht, Kumpel. Dann mach's gar nicht. Leute, Typen. Okay, bitte jetzt alle, die über 18 sind, kurzer Disclaimer. Mein Stream ist zwar auf über 18, aber ich weiß, es sind noch einige, die sind jünger. Wenn ihr sagt, ihr macht es, ja, ihr wollt eine Frau oral beglücken, dann macht das auch mit Freude. Dann macht das mit Gusto. Geht rein da. Dann macht das auch anständig und geht nicht hin und denkt, ja, nee, so ein bisschen da. Ja. Irgendwas, ja, klappt schon irgendwie. Nein, Mann! Mach das richtig rein da! Mit Freude! Und man muss. Was meint ihr, wie geil das für die Frau ist, wenn man merkt, der Typ steht drauf? Das ist geil! Aber es muss ja nicht sein, wenn ihr es nicht wollt. Wenn ihr es nicht mögt, dann macht es nicht. Keine Frau. Es ist schlimmer, wenn ihr hingeht und die Frau merkt, ihr habt so eine Abneigung dagegen. Wisst ihr, was das für eine. Das ist eine richtige Backpfeife gegenüber der Frau. Sie öffnet die Tore des Himmels für euch, ja? Und ihr geht dahin und rümpft die Nase und denkt, nee. Nee, dann macht das gar nicht. Dann geht hin und macht das gar nicht. Dann nicht mal. Geht, ihr könnt es ja vorher sagen und aussprechen und sagen, ich mach das nicht. Aber dann macht die Frau das bei euch auch nicht. Ganz einfach und ist geklärt. Alles gut. Gar kein Thema. Alles in Ordnung. Aber wenn ihr es macht, dann macht's bitte anständig, ja? Und eine Frau merkt, ob der Typ darauf Bock hat oder nicht. Es gibt nichts wirklich. Also, dann muss man da liegen, ja? Und man, ihr müsst euch das so vorstellen, man liegt da und öffnet sich. Es ist eine Position, in der, naja, da kann man sich auch ein bisschen schämen für. So, je nachdem, wie alt man ist, wie erfahren man schon ist. Und. Aber man möchte die Erfahrung machen, vor allem wenn man noch jünger ist und so als Frau. Und der Typ geht dann da runter und dann legt er los. Wenn das Mädel mitbekommt, dass der Typ A, sich entweder ekelt, sich nicht traut, nicht weiß, was er macht, ist kein Problem, wenn er nicht weiß, was er macht. Fragt nach. Kommunikation, Freunde. Oder wenn man einfach merkt, der macht das einfach nur, weil, wenn ich das jetzt mache, dann bläst sie mir gleich ein. Das spürt ein Mädel, die spürt es. Die wenigsten sagen was, weil die wollen nicht in diesem Augenblick irgendwie undankbar wirken oder wollen nicht, dass die Stimmung kaputt gemacht wird. Dadurch, ne? So, Leute. Typen, bitte, wenn ihr es macht, dann macht's bitte richtig. Und nicht halb. Und nicht mit, wenn ich das jetzt mache, ganz schnell einfach, okay, ich stopp die Zeit, Augen zu und durch, mach ganz schnell, aber dann krieg ich gleich auf jeden Fall auch ein Happy Ending. So. Nein, nein. Das macht weder euch Spaß noch der Frau. Und im Gegenteil, ihr werdet der Frau eher zeigen, dass ihr euch vor ihr nicht wohlfühlt, ihr euch vor ihr ekelt, etwas mit ihr nicht stimmt, sie nicht begehrenswert ist und so weiter. Und sobald sie das denkt, kann sie einen Orgasmus auch sofort vergessen. Weil dann nur noch verkopft ist, was stimmt denn nicht mit mir? Also, wenn ihr es macht, macht es, wenn ihr es gerne macht. Ansonsten lasst es. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr da tun sollt, redet mit ihr. Communication, please. Die Frau, die wird euch schon sagen, was die will. Die wird euch das schon sagen. Und wenn sie es selber nicht weiß, dann an euch Frauen jetzt gerichtet, an euch Mädchen, Frauen.
Hoffentlich seid ihr ein bisschen älter. Es ist nicht schlimm, dass ihr nicht wisst, was genau ihr da unten wollt. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Erfahrung. Man muss ein bisschen experimentieren. Mein Vorschlag ist, fasst euch selber an. Dann wisst ihr auch am besten, was ihr mögt, okay? Das ist genau wie bei den Typen. Die Typen wissen deswegen, was sie mögen, weil sie sich ständig einen von der Palme wedeln. Die wissen, was die mögen. Dasselbe Prinzip auch bei den Frauen. Wenn die Frau sich nicht mal selber traut, sich anzufassen, wie soll denn der Typ wissen, was sie mag? Woher soll sie wissen, wie soll sie ihm sagen, was sie mag, wenn sie selber nicht weiß, was sie mag? Funktioniert so nicht. Kann man nicht vergleichen? Ja, man kann es natürlich nicht genau vergleichen, weil es ist bei Frauen ein bisschen komplizierter, zum Orgasmus zu kommen. Aber es ist im Grunde eine Sache der Einstellung. Typen werden groß in der Pubertät mit, die Außenwelt sagt, ach, der ist in der Pubertät, das ist normal, dass er sich ständig anfasst. Das ist normal. Ein Mädchen wird groß mit, von der Gesellschaft mitgegeben. Ein braves Mädchen fasst sich nicht an. Das ist ekelhaft, das ist unweiblich, das macht ein Mädchen nicht, das ist schmutzig, das ist dreckig, das ist sündhaft. So werden Mädchen in der Allgemeinheit, sage ich jetzt mal groß, mit Ausnahmen natürlich, groß. Dass mit ihnen etwas nicht stimmt, dass das da unten rum nicht anständig ist. Natürlich trauen die sich dann nicht privat, wenn die alleine sind, dann was zu machen. Für euch Typen ist es vollkommen in Ordnung und das ist vollkommen normal zu sagen, ich bin 5 gegen Willi, bla bla bla. Bei Frauen nie. Nein, ein Mädchen macht das nicht. Bah, bah, bah. Ein Mädchen macht das nicht. Und das ist falsch. Warum darf der Junge, aber das Mädchen nicht? Nein! Ich kenne viele, die das einfach nicht enjoyen, weil sie noch nie gekommen sind. Die kommen noch drauf. Man muss sich einfach nur einmal trauen. Und die Gedanken mal weglassen mit, ich komme in die Hölle dafür. Habe ich auch gedacht. Ich komme in die Hölle dafür. Was habe ich da gemacht? Das ist normal. Das ist normal. Also, es sollte nicht normal sein, aber es ist leider normal in dieser Zeit. Als Mädchen darf man groß werden und wissen, was Lust bedeutet. Man darf wissen, dass man mit seinem Körper oder für seinen Körper einstehen soll, dass man für sich selber einstehen soll. Du darfst Nein sagen, du darfst Ja sagen. Du darfst Lust empfinden. Das ist vollkommen in Ordnung. Du darfst Lust empfinden. Weil, überlegt mal, was ist das für eine Transition? Es gibt gar keinen Übergang. Du bist als Teenie-Mädchen groß geworden. Ich gehe jetzt mal von dem aus, wie ich das jetzt in dieser Zeit jetzt so sehe, was ich halt auch von meinen Freundinnen mitbekommen habe, wie die groß geworden sind. Du wirst als Teenie-Mädchen groß mit, keine Jungs, die wollen nur das eine. Und dann auch mit, nicht selber anfassen, das ist schmutzig, das ist dreckig, das ist unanständig, das macht kein gutes Mädchen, bla bla bla. Du wirst älter und du bist total verwirrt, du weißt nicht, was sollst du jetzt? Gruppenzwang, dann hast du mal Sex oder dann bist du mal verliebt und dann machst du mal, dann wirst du gedrängt oder du liebst ihn wirklich und du bist wirklich geil auf ihn, dann machst du. Es gibt ja alles Mögliche. Aber dann wirst du irgendwann älter und irgendwann bist du dann in einem Alter, wo die Leute sagen, hey, du bist doch eine erwachsene Frau, du musst doch wissen, was du magst. Du musst doch wissen, fasst du dich selber nicht an? Also irgendwie, du bist doch eine erwachsene Frau, du musst auch schon eine Erfahrung gemacht haben. Du weißt immer noch nicht, was du willst, was du magst, wie du kommen kannst. Du weißt das nicht. Wann soll man das gelernt haben, wenn von Anfang an dir mitgegeben wird auf dem Weg? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Man muss es heimlich machen. Man muss es verdeckt machen. Man darf nicht offen darüber reden. Und wenn überhaupt, dann mit den wirklich besten Freundinnen, wo man so dann mit denen so, ja, ich hab, ja, so. Aber nicht wirklich offen. Es ist dann immer noch zwischen vorgehaltener Hand. In Wirklichkeit kann man offen darüber reden. Die Typen reden auch offen darüber. Ey, Dude, warum bist du heute so spät? Ja, ich musste mir erstmal noch einen von der Palme wedeln. Dachte immer, Mädels lügen, wenn sie sagen, dass sie das nicht machen. Ja, machen auch einige. Ich habe früher auch gelogen. Wenn Freundinnen von mir, und das waren jetzt nicht meine besten Freundinnen, aber es waren Freundinnen von mir, wenn die gesagt haben, wie machst du das nicht? So, nein, ich doch nicht. Weil mir beigebracht wurde, das macht ein anständiges Mädchen nicht. Und ich dann so, ich? Nein. Was ist denn das? Was meint ihr? Marvin, was soll das? Was soll das? Der Unterricht hat schon angefangen. Sorry, Herr Lehrer, ich muss auf 5 gegen Willi. Auch wenn es kranke Themen sind, aber recht hast du bei allem, was du sagst. Kranke Themen. Alleine, dass es kranke Themen sind, worüber wir reden. Es sollte kein krankes Thema sein. Ich weiß, dass einige von euch noch zu jung sind, um mitzusprechen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte nicht, wenn wir über dieses Thema reden, euch in eine Art Gruppenzwang drängen, dass ihr denkt, ich muss jetzt auch mal eine Erfahrung machen, damit ich auch im Chat darüber mitreden kann. Nein, nein. Lasst euch Zeit. Ihr habt noch den Rest eures Lebens Zeit, das alles zu erfahren. Es ist kein Wettlauf. Ihr müsst mit niemandem irgendwie in Konkurrenz denken. Mit Kumpels, wer hat zuerst wen und wer hat zuerst... Nein, nein. Das ist uncool. Das muss nicht sein. Und ihr werdet... Es ist viel cooler hinzugehen, für sich selbst einzustehen und selber zu wissen, was man will und was man braucht und wann man es haben möchte. Und nicht, weil es irgendwie die Gruppe sagt oder der Freundeskreis sagt oder die Gesellschaft sagt.
Macht das, was für euch das Richtige ist und steht dazu. Und wenn ihr sagt, ihr wollt noch länger warten oder wenn ihr sogar so seid, dass ihr sagt, mein Gott, ich warte, ich bin jemand, ich mache das aus Überzeugung, ich will erst Sex haben nach der Ehe, also nach der Hochzeit, dann ist das in Ordnung. Und wenn Leute hingehen und sagen, was, du kaufst die Katze im Sack, du bist aber dumm, dann geh hin und sag, halt die Fresse, das sind meine Überzeugungen und ich mache das, wie ich mich wohlfühle. Was soll das Schlimmste sein, was die Menschen dir gegenüber sagen? Oh mein Gott, der steht zu seinem Wort, der hat Prinzipien. Ich denke immer so, dass ich erst mit 100 mein erstes, dass ich erst mit 100 mein erstes Mal haben werde, gefühlt, weil die Erfahrung, die ich mit Frauen hatte, das eher noch bestätigt haben. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber es kommt schon so, wie es kommen soll. Also macht euch mal keinen Druck, auch wenn der Druck da ist, aber macht euch bitte keinen Stress. Ihr denkt jetzt so, je nachdem, wie alt ihr seid. Vor allem, wenn ihr im Teenie-Alter seid, da denkt man sowieso, es kann nicht schnell genug kommen. Oder ihr. das denkt man immer. In dem Alter. Da denkt man, man muss mithalten, das kann nicht früh genug losgehen. Glaubt mir, ab einem gewissen Alter werdet ihr zurückblicken und denken, warum habe ich mir so einen Stress gemacht, Alter? Aber ihr könnt es nicht wissen, ihr seid noch nicht so weit. Deswegen ist auch in Ordnung, wenn ihr diesen Stress habt. Also ich kann euch das nicht übel nehmen, wenn ihr diesen Druck und diesen Stress euch selber macht oder euch die Gesellschaft oder Freundeskreis das macht. Das ist normal, aber ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht schlimm, sich Zeit zu lassen. Im Gegenteil. Solange ihr das für euch macht und das von euren Überzeugungen ist und ihr euch nur so wohl fühlt, Mann wie Frau, vollkommen in Ordnung.